So ein neuer Tag in der schönen, blöden Zombie-Apokalypse. Und damit willkommen zurück zu Undying. Ja, ich habe gespeichert vorhin in der letzten Folge und habe jetzt heute mit dem nächsten Tag direkt angefangen. Und ja, wie ich jetzt schon gesehen habe und er sich erkenntlich gezeigt hat, er hat Kohldampf. Deswegen braucht er was zu essen und das kriegt er jetzt auch. Ist nur die Frage jetzt, ich hatte mir nochmal das Video angeguckt von der Aufnahme. Und ich möchte mal ausprobieren, wenn ich alle drei Mahlzeiten koche, gibt es eine Mahlzeit, die 40 bringt. Ich muss mal kurz gucken. Die bringt alleine 20, die 10. Schleifer mit diesem Material. Was kann am Schleifer mit diesem Material hergestellt werden? Eine Kartoffel. Zutatfalle. Okay. 10 und 20. Das heißt, wir hätten eine Nahrung, die 30 geben könnte, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, das bringt eine Mahlzeit. Also es, wie man hier sehen kann, bringt es zwei Mahlzeiten, die 30 bringt. Und wenn wir die noch zufügen, bringt es vier Mahlzeiten, die 30 geben können. Die ist ja nur dafür da, um Nahrung herzustellen. Ich denke mal, die stellen wir auch mal her. Lassen die aber, glaube ich, von Cody. Ah ne, der kann es noch nicht herstellen. Dann stellen wir die her. Dann haben wir jetzt ein bisschen Nahrung hergestellt und können sie erstmal Cody geben. Ach. So, und können die jetzt erstmal Cody geben? So, ich glaube, die nehme ich dann nämlich auch einmal zu mir. Und dann packen wir die mal in den Kühlschrank. So, die Verbände brauchen wir auch nicht für den Tag jetzt. Denn wir werden direkt mal in das nächste Gebiet reinschnuppern. Und da hätte ich schon ganz gerne eine leere Tasche. Ich nehme den mal mit, einfach weil ich mal wissen möchte. Ach guck mal, wenn ich die ausgerüstet habe, kann ich die gar nicht... Oder kann ich sortieren? Kann ich die aussortieren? Nee, kann ich nicht. Gut, no almost, no water. Ja gut, wir sind momentan gut versorgt. Und wir gehen jetzt mal in die Stadt rein. Das ist auch interessant, das sehe ich jetzt erst. In alten Spielstand, anscheinend ist das immer wieder zufällig, wo die Punkte sind. Weil die letzte Mal war die Stadt hier und jetzt ist sie hier unten. Wir gehen mal dahin. Jo. Eine Stunde brauchen wir dahin, das heißt... Zeit vergeht eine Stunde. Könnten wir doch after earthquake. Ja, wir müssen zum Untergrund. Hier wird nochmal gezeigt, wenn die halt das rote Ausrufezeichen haben. Ich sag mal Ausrufezeichen mit dem Auge, dann haben sie uns gesehen. Wir können schleichen, um die halt zu... um dann an denen vorbeizukommen. So, Cody, sammeln wir das mal ein. So, das nehmen wir mal mit. Ah, da brauchen wir eine Brechstange für. Das habe ich vergessen zu machen. Ja, ich glaube, wir müssen eh... Ich wollte eh zweimal hier hin. Jetzt frage ich mich nur, können wir eigentlich auch... Können wir die Falle ausstellen? Cody verwenden? Ach, guck mal. Jetzt könnten wir ihn ja theoretisch da reinlocken. Komm mal her. Ja, komm her. Komm, Cody an der Hand. So. So. Dann können wir jetzt ihn ausschalten, ohne dass wir wirklich Schaden nehmen. So. Cody überprüfen wir, dass es ihm gut geht. So, und die nehmen wir wieder mit. Wer weiß, wie lange die noch haltbar ist. Die lassen wir noch mal. Die nehmen wir mal mit. Aber ich denke mal, wir gehen erstmal die West nach und gehen dann mal nach hier unten hin. Weil wir sollen ja in den Untergrund gehen. Wenn wir das dann erledigt haben, dann können wir auch woanders mal hingehen. Durchsuche die U-Bahn. Glücken ist auch immer, auch geil gesagt, dass
Das war das Schwerste, was ich je tun musste. Es tut mir leid, dass ich dich so verlassen musste. Ich bin mir nicht sicher, was sie von mir wollen und warum sie wollen, dass ich gehe. Aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich glaube, meine Vergangenheit holt mich ein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Tagebuch, Eintrag 1. Jacob, wo bist du? Annie, bist du am Schlafen? Nein, ich bin wach. Was ist los? Tut mir leid, aber ich muss gehen. Was? Warum? Das Militär braucht meine Hilfe. Es gibt zu viele Injured. Ich glaube, das soll Infektierte sein. Also Infizierte. Sie werden mich morgen früh abholen. Oder morgen. Aber du kannst uns nicht verlassen, nicht hier. Es ist eine Gefahrenzone. Oder es ist gefährlich hier. Was sollen wir machen? Ihr seid hier sicher. Ihr habt die besten Soldaten. Ne, die besten Soldaten beschützen euch. Und keine Sorge, ich bin ein Doktor. Ich weiß über die Risiken Bescheid. Aber die Evakuierung ist in ein paar Tagen. Kannst du nicht mit uns gehen? Annie, es ist alles okay. Es ist alles fein. Oder okay. One stay straight to you. It will be rare, never apart alright. Okay, das kann ich jetzt nicht gut übersetzen. Tut mir leid. Look, I need to leave early morning. Ja, ich werde euch morgen verlassen. Ich werde Cody vermissen. Kannst du ihm sagen, dass ich ihn lieb habe? Es ist jetzt spät. Lass uns besser schlafen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Mama, geht es dir gut? Mir geht's gut, Bube. Lass uns gehen. Es ist dunkel hier unten. Lass uns vorsichtig suchen. Okay. So, dann nehmen wir mal alles mit, was wir hier mitnehmen können. Hier sind natürlich auch ein paar Zombies. Das sammeln wir mal auf. Alkohol. Können wir gebrauchen, um Medikamente herzustellen. So, wir stellen mal wieder eine Falle auf. Na, komm her. Ja, ist gut. Du doofe Sau. Bam. So, schau mir zu, Kleiner, wie ich einen Zombie umbringe. So, alles okay. Ich bin da. Mama ist da. So, alles mitnehmen. So, was steht hier? Liste der Evakuierten. Jacob Moore. Das ist unser Mann. Ja, der ist natürlich jetzt mit evakuiert worden als erstes. Ach, guck mal, hier müssen wir auch nochmal rein, wegen der Brechstange. Da nochmal ein paar Bandagen. Hier, das müssen wir auch nochmal reparieren. Dafür brauchen wir ein Brett. So, Seite aus einem Tagebuch. Liebes Tagebuch, wir sind schon seit Monaten im Flüchtlingslager und morgen ist der Tag, an dem wir endlich evakuiert werden. Es ist mein Glück, dass ich in dem Lager bin, das als letztes evakuiert wird. Naja, es fällt mir schwer einzuschlafen, so aufgeregt bin ich, wegen morgen. Ich kann es kaum erwarten, meine Freunde und Familie wiederzusehen, aber es wird komisch sein, nicht mehr hier zu wohnen. Ich war mein ganzes Leben lang hier, hoffentlich kann ich eines Tages zurückkehren. Okay, so schnell konnte ich nicht lesen, was da stand. Lass mir mal von Cody nehmen. So, wir haben hier ein Metallrohr. Oh. Der hat es natürlich gesehen. So. Mag jetzt natürlich gar nicht, dass wir hier sind. Aber der hat keine Wahl. So. Okay. Alles klar, wir können weitergehen.
hätte jetzt nichts gefallen gelassen. Da ist noch eine Nachricht. Notfallextraktionspläne. Für den Fall, dass eine Evakuierung fehlschlägt, ist, wird die Notextraktion durchgeführt. Die Notfallextraktion wird am... keine Ahnung, welchen Tag eingeführt. So, das ist die Nachricht, die wir gesucht haben. Das ist es. We found it. Yes. Wir werden, in 58 Tagen werden wir evakuiert. Dafür müssen wir, glaube ich, zum Gefängnis. Wir brauchen ein Auto auf jeden Fall dahin. Wir können das Auto vom dem Vater nehmen. Allerdings ist es kaputt. Okay. So. So, ich bin jetzt auf jeden Fall... Guck mal. Wow, sie ist wunderschön. Sie sehen so glücklich aus. Ich frage mich, ob das Leben jemals in Normalität zurückkehren wird. Bild einer Frau. So, da ist ein Brett, aber da kommen wir nicht hin. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt nochmal hinkommen. Er sieht jetzt nicht so aus. Ich gehe nochmal hier zu... Wobei, nee, ich gehe auf den Rückweg hier hin. Weil oben sind auch noch Zombies. Eins oder zwei. Hier haben wir nochmal Camp-Regeln. Die Evakuierung muss in ihrer zugewiesenen Zeit schlafen. Okay, die haben eine bestimmte Zeit zum Schlafen gehabt. Die dürfen die U-Bahn unter keinen Umständen verlassen. Essen ist natürlich klar geregelt. Es gibt keinen Nachschlag und alle Kinder müssen mit einer Erwachsenen unterwegs sein. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir... Ja, komm. Kommen beide hier hin? Ja. Ich weiß nicht, ob es da dann doppelt... Muss mal ausprobieren, ob das dann doppelt sein wird. Ah, das ist geil. Da muss ich echt gucken, dass ich... Oh. Ah, hat gereicht. Okay. Öffnen wir mal die Tür. Nehmen alles mit. Was haben wir hier? Schrotthaufen. Kann ich jetzt... Ach nee, da brauche ich eine Brechstange für. Schnipsel wieder erhalten. Ja, das war's mit der U-Bahn. Weiter kommen wir hier nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Zombies nochmal wiederkommen. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Ach, guck mal, wir können hier runtergehen. Nachtwache-Schichten. Vergesst eure Schichten nicht. Okay. Es gab auch Regeln zur Nachtwache anscheinend. So wie man sehen konnte. Ein Brett erhalten. Ja, komm. Ich nehme mich an der Hand. Dann geht es dir vielleicht besser. Hatten wir nicht hier ein Brett gebraucht? Ne, toll, genau da haben wir zwei Bretter gebraucht. Na komm. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. So, was können wir denn nochmal machen? Wir können nochmal hier reingehen. Ah, hier ist es genauso wie letzte Mal. Wir haben hier Stärke. Das kann Cody einsammeln. Und wir haben hier eine Box, die einen Code beinhaltet. Gucken mal, ob das... Nee, das verursacht nicht mehr Schaden. Oder doch? So. Aber wir können jetzt eine neue Waffe ausrüsten. So, wir haben hier eine Nachricht mit einem Code. Es ist die 128. Letztes Mal war es eine andere. Da war es, glaube ich, 521. Das ist auf jeden Fall der Code für den Tresor. Den können wir mal mitnehmen. 128. So, das nimmt Cody mit. Das durchwühle ich. So, Holzkohle. Was haben wir denn noch? Ein. Ich hoffe, da ist jetzt was drin, was wir doppelt haben. Was war das? 1, 2... Und dann die 8. Ah, das ist jetzt doof. Der Rucksack ist voll. Was können wir denn erstmal hier lassen? Weiß nicht, kriege ich daraus noch was raus? Ich hoffe es jetzt einfach mal. Haben wir denn Hunger?
Cody mal checken. Okay, Cody geht's gut. Ist ja doof. Ich würde die Dose schon ganz gerne mitnehmen wollen. Aber wenn wir alles voll haben jetzt. Behelfswaffe braucht elektrische Energie. Okay. Was lassen wir denn hier? Lassen wir überhaupt irgendwas hier? Nee, wir lassen nichts hier. Muss mir einfach merken, dass da noch Konserven waren. Oder wobei, nee, wir lassen das Holz mal hier liegen. Zur Not können wir hier einfach nochmal reingehen, das Holz mitnehmen. Die Dose können wir nochmal mitnehmen zum Kochen. So, den Zombie lassen wir da Zombie sein. Wobei, ich würde eigentlich echt interessieren, ob, komm her, Cody. Ja, komm, du hast uns entdeckt. Schön. So. Sieh zu, wie Mama den Zombie hier platt macht. Ah, ein T-Shirt. Ah, den können wir jetzt nicht mitnehmen. Ich frage mich echt, ob der jetzt liegen bleibt. Das wäre echt geil, wenn das der Fall sein würde. Dann würde ich jetzt erstmal lieber doch zurückgehen. Komm, Cody, an der Hand. Und wir gehen erstmal zurück. Es wird eh nicht schon dunkel. Jetzt haben wir nämlich auch den Supermarkt freigeschaltet. Da müssen wir auch hin. Aber wir gehen erstmal wieder nach Hause. So, da haben wir das Auto, das repariert werden könnte. Ich hoffe es einfach mal. Hm? Lass uns mal nachsehen. Ja, okay, es wird eine Menge Arbeit werden. Können wir es reparieren? Ja, aber wir brauchen einige Ressourcen dafür. Wirst du helfen, mit mir Papas Auto oder Babas Auto zu reparieren? Yes. Ja, Mom. So, dann können wir das Auto reparieren. Beziehungsweise wird das unsere Aufgabe sein. So, ich packe erstmal wieder alles hier rein. Zumindest das, was halt gelagert werden könnte. So, das rein, das Holzbrett. Wobei, nee, das lasse ich nochmal drin, damit habe ich was anderes vor. Und zwar in der nächsten Folge. Wie viel repariert das eigentlich? Reparieren ist geil. Bandagiert mich das eigentlich? Okay. Den lassen wir mal. Daraus machen wir wieder eine Mahlzeit. Ja, guck mal, drei Mahlzeiten kriegen wir daraus. So. Dann packen wir die auch mal in den Kühlschrank. Also das Metall können wir nochmal hier reinpacken. Das brauchen wir auch nicht, aber es kann nochmal nützlich sein. Ah, den Erste-Hilfe-Kasten lassen wir auch nochmal hier. Das waren die Bandagen. Die Bandagen benutzen wir mal. So, dann sind wir schon mal wieder voll auf 100. Und ich schau mal nach, was wir jetzt mit dem machen können. Können wir das einfach nur zerlegen? Gibt es denn die Option dazu? Tropfen. Ach schade, es gibt leider keine Option, dass wir das zerlegen können. Kampf. Mehr üben. Aber wir können die Zielscheibe mal reparieren. Gucken wir mal, ob wir das machen können. Was braucht die eigentlich zum Reparieren? See?
10 ist eine Menge. Dann lassen wir erstmal nochmal sein, bis wir ein bisschen mehr haben. Wir werden erstmal schon mal was trinken. Wobei, wie viel bringt das? 40. Ja, dann trinken wir erst morgen früh. Kannst aber trotzdem schon mal... nee, das wollte ich nicht. Kann das aber trotzdem schon mal in die Tasche behalten. So. So, da wird erstmal... Ja, wobei, wir schlafen erstmal und beenden diese Folge mit diesem gute... mit diesem kleinen Nickerchen. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und nächste Folge gehen wir nochmal in die Stadt, würde ich mal sagen. Holen wir uns die restlichen Ressourcen, die es dort gibt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Wobei, ja doch. Na, nee, warte mal, wir machen noch was anderes. Bevor ich das nämlich vergesse, hätte ich jetzt nämlich schon fast wieder. Wir brauchen ja noch ein Brett. Den stellen wir mal her. Kann das Cody machen? Cody? Ah, guck mal. Guck mal, Cody kann das mal herstellen. Ah, der braucht mehr. Der braucht besseres Handwerk. So, ich glaube, wir stellen auch noch mal einen her. Ja, wir stellen noch mal einen her. Und wir stellen eine Brechstange her. So, damit haben wir jetzt alles das, was wir für die nächste Folge brauchen. Und jetzt kann ich mich langsam verabschieden und würde mich freuen, wenn ihr die nächste Folge wieder einschaltet bei Undying. Bis dahin, gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao.